überprüfe ich die lineare Abhängigkeit oder Unabhängigkeit bei Vektoren. Wir haben eben drei Vektoren gegeben, sollen die lineare Abhängigkeit bzw. Unabhängigkeit überprüfen. Es gilt hier eben, dass wir ja eine Matrix bilden können mit diesen Vektoren, wir nennen sie jetzt natürlich Matrix A, die dann eben die Komponenten 2, 1, 0, minus 1, 2, 5 und minus 1, 2, minus 1 hat und können jetzt eben als Definition festlegen, dass allgemein jetzt gesagt diese Komponenten oder Vektoren hier unabhängig sind oder linear unabhängig dann sind, wenn die Determinante der Matrix, die hier entsteht, eben regulär ist. Das heißt, wir müssen zunächst mal die Matrix überprüfen, ob sie regulär oder singulär ist. Und gleichzeitig eben sollte der Rang der Matrix, also R, gleich der Spaltenanzahl sein. Ja? Also der Rang der Matrix sollte gleich der Spaltenanzahl sein und die Determinante eben von A sollte ungleich 0 sein, weil dadurch ist sie ja regulär. Dann haben wir eine lineare Unabhängigkeit der einzelnen Vektoren. Für quadratische Matrizen, wie wir sie hier ja dargestellt haben, brauchen wir prinzipiell nur die Determinante überprüfen. Das heißt, hier haben wir eigentlich relativ einfach, wir brauchen das Ganze eben nur beweisen, ist jetzt die Matrix regulär oder singulär. Bei regular, also wenn die Matrix regulär ist, haben wir eine lineare Unabhängigkeit, wenn sie singulär ist, natürlich eine lineare Abhängigkeit. Somit hier aufgrund dessen, dass die Matrix eben quadratisch ist, brauchen wir das Ganze nur auf Regularität oder Singularität überprüfen. Sprich, wir brauchen eigentlich nur die Determinante hier bilden von A eben, das heißt Hauptdiagonalen addieren und die, oder das Produkt der Hauptdiagonalen addieren und das, die Nebendiagonalen subtrahieren. Gibt es ein eigenes Video dazu in der Playlist, wie ich eben die Determinante berechne. Hier eben dann 2 mal 2 mal minus 1 plus minus 1 mal 2 mal 0 plus dann eben minus 1 mal 1 plus mal 5. Jetzt habe ich dann die Hauptdiagonalen miteinander addiert, dann eben die Nebendiagonalen minus 2 mal 2 mal 5 minus minus 1 mal 1 mal 0 und noch eben minus minus 1 mal 1 mal minus 1 und erhalte hiermit meine Determinante. Das heißt, diese Werte hier, wo wir mit 0 multiplizieren, kann ich herausstreichen. Dann eben hier 2 mal 2 mal minus 1 ist natürlich minus 4. Plus eben minus 1 mal 5 ist aber dann eben minus 5, dann das Ganze minus, 2 mal 2 ist 4 mal 5 ist 20, also minus 20 und nochmal minus, minus 1 mal minus 1 ist plus 1 und das Ganze dann mal 1 ist 1 und das ist aber minus, also minus 1 und erhalte hier dann für die Determinante eben den Wert minus 30. Und da die Determinante jetzt eben ungleich 0 ist, wissen wir sofort, das Ganze, die Matrix ist regulär. Aufgrund dessen, dass sie regulär ist, wissen wir auch per Definition eben, dass die Vektoren dieser Matrix eben linear unabhängig sind.